Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Strategiefreunde und Strategieexperten. Heute geht es wieder weiter mit einer neuen Karte von Battle-Isle 2. Wir sind mittlerweile bei Level 12 angelangt. Ja, das wird wieder eine lange und harte Karte. Hier kommt ein kleines Intro, gehen wir direkt rein, los geht's. Rom, observierende Sektion Bekanntmachung. Einheiten der drullischen Armee entkamen im Laufe des gestrigen Tages umfangreichen Gegenangriffen in der Nähe des vermuteten Hauptquartiers. Mit heldenhaftem Durchhaltewillen und unter großen Verlusten an mechanischem Material wurden die Einkreisungsversuche des Feindes in Verbindung mit unserer Entdeckung der offensichtlich gestellten Falle gesprengt. Die gesamtmilitärische Lage hat sich verschärft. Das neue Hauptquartier befindet sich lediglich unter dem Schutz einer kleinen Armeeeinheit. Hilfskräfte sind durch die strategische Zerstörung wichtiger Brücken unerwartet lange aufgehalten worden. Verhandlungen mit den örtlichen Rebellen geben Hoffnung auf konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften. Kämpfe zwischen unseren Expeditionstruppen und der Titanet-Kai-Allianz stehen kurz bevor. Die sich vor unseren Truppen auf dem Weg nach Südwarp befindlichen Wälder sind von feindlichen Einheiten durchsetzt und sind ursächlich für hinterhältige Angriffe auf unsere Truppen verantwortlich. Diese Wälder sind unbedingt zu befreien. Die militärische Führung hat soeben Bündnisverträge mit dem Anführer der drullischen Rebellen, Benuntai Ger, unterzeichnet. Die glorreiche Verbindung unserer Organisationen bietet gute Voraussetzungen für die Vertreibung des Feindes vom Kontinent. Nächstes Ziel ist der Abschnitt der letzten Feindeinheiten von seiner Versorgung und die anschließende Vernichtung. Der große Stratege Valheris wurde aufgerufen, die versprengten Reste des Feindes zu finden und zu vernichten. Neben SCOM wird dann auch Warp frei sein von der Einwirkung feindlicher Verbände. Gut, okay. Kapitel 4, der Verrat bricht zusammen. Aha, was kommt da angefahren? Rasenmäher? Ne, ein Buggy. Haha, alles klar. So, dann los, auf geht's mit der Mission hier. Verteidigungsrat Halvar, Stratege. General Deng, Anführer einer Horde von Wilden, versorgt neuerdings Partisanen mit Waffen. Berichte künden von Grausamkeiten. Da wir Grund zu der Vermutung haben, dass sein Hauptquartier sich in Ihrer Nähe befindet, bitten wir Sie, sich darum zu kümmern. Zerschlagen Sie die dortigen Partisanentruppen. Die Verteidigung Garsons hat höchste Bedeutung. Wir kennen Ihre schwierige Lage und haben Entsatz entsandt. Versuchen Sie, sich zur Manginon-Armee durchzuschlagen. Auftrag: Erstens, Villa Deng finden und besetzen. Zweitens, alle Einheiten der Partisanen ausschalten. So, das ist ja gut, dann wissen wir Bescheid, worum es geht. Gut, dann kann es jetzt ja losgehen. Schauen wir uns erstmal an, was hier so los ist auf der Karte. Die Info mal. Ja, der Bündnisvertrag, Kaimava, 36 Runden haben wir Zeit. Vier Parteien sind vorhanden. Wir sind mit den Gelben verbündet und er ist mit den Grünen verbündet. Jo, gut, wir haben 68 Landeinheiten. Schauen wir uns die Karte mal an. Wie ihr seht, hier oben ist unser gelber Freund, der Rebellen. Benuntai Ger mit seinen Truppen. Der hat hier auch schon was stehen. Hier hat er eine Fabrik. Sind wir mal gespannt, ob er damit was Sinnvolles anfängt oder auch nicht. Hier sind unsere Truppen. Wir haben einen Ghost. Da hat er einen Aufklärer mitten in unseren Reihen stehen. Den müssen wir uns als erstes mal schnappen gleich. Hauptquartier. Jo, hier im Hauptquartier haben wir ein paar Einheiten drin. Hier ist unsere Fabrik. Da ist nichts. Da können wir nachher noch was bauen. Wir haben wieder ein Schienengeschütz, einen Versorgungszug. Hier unten ist so eine kleine Enklave um die Stadt Garson. Hier haben wir auch noch eine Stadt. Gut, da ist nichts drin. Alles klar. Ja. Okay. Sieht gut aus. Da unten, das Ding müssen wir irgendwie halten hier. Fangen wir mal hier an. Lassen erstmal unsere Skullgeschütze schießen.
So, meteorologische Sektion. Nach kurzer Wetterberuhigung zieht ein stark ausgeprägtes Hoch in das Vorhersagegebiet. Die klare Luft bietet gute Weitsicht. Ja. Gut, Gisela, danke für die Info. Klasse. Der kann auch nochmal schießen. Jetzt haben wir hier seinen Ranger, der in vorderster Front geparkt war. Den haben wir quasi schon erledigt. Das ist schon mal hervorragend. So, hier schießt mal unser schwerer Kampfpanzer mit dem Maschinengewehr. Waffe B. Ranger sind ja quasi weiche Ziele. So, okay. Oh, hier haben wir einen Buggy. Den lasse ich aber erstmal stehen. Ich weiß nicht genau, was da noch auf uns zukommt. Ja, lass mal halt erstmal so. So, hier das Patricks Boot. Was macht das? Hier muss er irgendwo, hat er hier glaube ich noch ein schweres Geschütz stehen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das finden. Da hat er da, das weiß ich noch. Ja, ja, er hat da irgendwo ein Ironstar-Geschütz stehen. Das müssen wir uns irgendwie krallen. Hier irgendwo da in dem Bereich ist das. Ich fahre mal mit der Mine hier vor. Ja, haben wir einmal Glück gehabt. Da haben wir es auch direkt gefunden. Da ist es nämlich. So, das ist ja schon mal klasse. So, dann fährt der Vader auch mit ran. Wir müssen gucken, dass wir am wenigsten ausgeschaltet kriegen, das Ding, bevor das anfängt, echt Ärger zu machen. So, die Minen nehmen wir mal mit hier hoch. Ja, ich weiß noch die Karte hier. Ich glaube, das wird so ein bisschen gewuchtelt, wird das. Ich erinnere mich dran, dass das eine Karte, eine der Karten ist, die mir nicht so gut gefallen hat. Gott sei Dank ist das nicht relevant, ob wir die Stadt da im Südwesten halten oder nicht. Das ist nicht so schlimm, wenn wir die verlieren. So, jetzt bauen wir erstmal was. Komm, meine Lieblingseinheiten sind nicht nur die Buggies, sondern auch die Sinus-Reparatureinheiten. Da bauen wir mal zwei von, dann können die sich gegenseitig auffüllen. Und noch einen Aufklärer. Wenn wir ein bisschen was sehen. Hier haben wir auch noch einen. So, und dann nehmen wir den hier mal raus, unseren Transportheli. Einheiten einladen. Ja, der kommt nicht mehr ran. Ist nicht schlimm. Ein Tankflugzeug haben wir auch diesmal. Und dann hier wieder unsere guten alten Dragon Flyer hier. Die Dragoner, die Helikopters. So. Transporter, ja. Hier haben wir einen Raketenwerfer, den nehmen wir auch mit. Und jetzt bauen wir mal hier Schienen weiter auf. Damit wir da gleich mit unserem Schienengeschütz schön über die Mitte ranfahren können. Da mit dem Ding können wir nämlich viel. Mit dem können wir richtig was anfangen. So, der Flieger ist geklemmt. Jetzt gucken wir mal, was abgeht. Jo, boah. Habt ihr gesehen, klemmen hat wie immer mal wieder funktioniert. Wunderbar. Der ist so gut wie im Eimer. Ja, da kann unser Ghost jetzt den Rest erledigen. So, greifen mit Waffe A an, C, D. Nehmen wir D. Ich weiß nicht genau, was war die gute Luft. Verteidigungswaffe dabei. Im Norden da oben ist irgendwo auch noch ein Flughafen. Da müssen wir gucken, dass wir den uns auch krallen. Ja, das ist hier dieser Ghost. Ne? D war die schwere Waffe. Da hat er nur eine Rakete dabei. Der kann steigen. Das ist so ein Luftüberlegenheitsjäger, den wir haben. Hier können wir mal die Schiene fertig bauen. Wir haben viele Baufahrzeuge in dieser Karte, wie ihr seht. Ah, jetzt habe ich eine. Ja. Jetzt habe ich aus Versehen eine Straße gebaut, ist auch nicht wild, so. So, die schicken wir mal mit nach oben, die Flak. Hier ist der Dolmen, das ist ja der Transportzug. Das Schienengeschütz fährt jetzt auch Richtung Norden. Und unser Monolith, ja, der fährt hinterher. Jut. So, Infanterie vor. Ja, die Transporter können wir eigentlich ein bisschen zurückfahren. Da laden wir mal eine Flarak ein. Die bringen wir dann auch mit an die Front. Vielleicht kriegt die auch noch den ein oder anderen Flieger vors Rohr oder vor die Rakete. So. Vorrücken hier.
So, die Kampfpanzer fahren auch Richtung Westen. So. Hier haben wir einen Flakzug, den nehmen wir mit hier hoch. Ich glaube, hier kommen nämlich gleich noch ein paar Fliegerchen an hier wuchstelt. Ranger haben wir auch. So, den hier rein. Mit dem hier klären wir mal auf. Hier fahren wir auch mal hier hoch. Ach, da ist direkt eine Stadt. Gut. Die kriegen wir zwar leider in dieser Runde noch nicht, aber dafür in der nächsten Runde. Ist okay. Ja, der kommt auch mit. Der hier auch. Die Transporter. Ja, okay. Das sieht ja schon mal gut aus hier. Der sammelt hier den Kristall mal ein. Hat er auch direkt was zu tun. Ja, da kommen wir nicht weit. Okay. Ja, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wie schnell passiert, dass wir unseren Verbündeten da angreifen. Das wäre natürlich nicht so gut. Der wird sich nämlich schwer ärgern darüber. So. Jetzt ist kein Titan am Zug oder Titanet. Ja, ich weiß. Ich sage das immer falsch. Der fängt jetzt auch an. Oh. Da ist der Ranger in einen Hinterhalt gefahren. Das war nicht gut für ihn. Ja, da unten diese doofe Enklave zu halten, dann weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden. Also ich habe es schon mal geschafft, die zu halten, aber manchmal verliere ich sie auch. Mal gucken, wie sich da unser Glück, wie wir da Glück oder Pech haben. Das ist auch nicht so schlimm, wie gesagt. Das ist ja kein Missionsziel, da unten die Stadt zu halten. Also ist halt auch nicht so wild, wenn wir sie verlieren. Ist es halt nun mal so. Aha, da kommen jetzt auch schon die Flugzeuge von ihm an. Er greift hier oben unseren Verbündeten direkt an. Ist klar. Oh, ja, erste Verluste auf unserer Seite. Da haben wir auch schon einen Infanteristen verloren. Was willst du machen? Da machst du nichts. So, ja, wie gesagt, also das ist eine Map, da erinnere ich mich dran, die habe ich früher auch nicht so gerne gespielt. Die ist, ja, was soll man sagen, ne? Es gibt halt Maps, die spielt man lieber. Boah, was war das denn? Man hat ja mit seinem Troll hier den Sting voll ausgeschaltet. Wahnsinn. Ja, Maps, manche Maps spielt man lieber, manche Maps spielt man weniger gerne. Das ist nun mal so. Teilweise ufern die ja auch hier richtig aus. Bei dem Spiel, die Maps, und dauern halt lange. Hier bei der Map ist auch, das ist ja wieder so eine Karte, wo ich sagen muss, jo. Also, ja, 2 Stunden plus. Ja, so in Richtung 3 Stunden. Da werden wir mal sehen, wie wir da vorwärts kommen. Eventuell kennt ihr das ja schon aus vorhergehenden Teilen. Damit wir so um 2 Stunden hier bleiben. Mache ich ab und zu mal ein bisschen fast forward. Dann lasse ich das hier mal ein bisschen schneller durchlaufen. Ja, sonst wird das hier alles doch tatsächlich zu zäh, ne? Ich meine, ist ja so, da habe ich auch schon 1000 Mal drüber philosophiert. Ich weiß, Freunde, entschuldigt bitte, wenn ich es nochmal mache. Jo, ich komme gleich. Da hupt einer draußen. Ja, wenn sich das hier überhaupt jemand anguckt, dann möchte ich die Belastung relativ gering halten für denjenigen. Ich meine, sowas gucken sich ja eh nur absolute Enthusiasten an. Ne? In der heutigen Zeit kann man mit solchen Spielen ja keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Ja, aber ich denke mal so um die 2 Stunden, das ist schon immer in Ordnung dann. Damit kann man leben. Wenn es dann mal ein bisschen uninteressanter wird und das. Oh, da kommen schon die ersten. Ja, seht ihr, da nimmt er schon eine Stadt ein. Das ist aber nicht schlimm. Da haben wir einen Ranger gewonnen. Oh, hier haut direkt los. Ja, dann mache ich halt ein bisschen. Lasse ich halt mal ein bisschen schneller ablaufen, die Geschichte. Und wenn wir dann halt zu Ende kommen, dann mache ich wieder langsamer. Ja. So, okay. Schau mal einer an. Da hat er die Stadt eingenommen. Aber ich bin nicht dumm. Dann nehmen wir sie wieder zurück. Hände hoch. Ihr Ottos, ehre dem Rom.
Und jetzt haben wir schon einen Ranger gewonnen. Das passt uns schon sehr gut. Hohe Aufklärungsreichweite, hervorragend der Ranger. Können wir richtig gut gebrauchen. So, die Kampfpanzer weiter vor, hier mit der Infanterie im Wald. Unsere Mission ist ja da, die Rebellentruppen im Wald eben auszuschalten, möglichst. Ja. So, Baufahrzeug. Ja, ganz klar. Baut weiter Schienen. Zack. Für unser Schienengeschütz. Und hier ist unser Transportzug. Da laden wir mal ein. Einen hier hin. Jetzt den zweiten. Oh, der kann gar nicht rein. Der Aufklärer. So, einen fahren wir auf jeden Fall hier rüber. Einen Sinus. Den werden wir hier gut gebrauchen können. So, den ziehen wir mal ein Stück zurück. Ja, so, die Mine kann leider nicht angreifen. Ne, das stimmt. Ja, okay. Aber da können wir den Buggy jetzt mal hier aufs Korn nehmen. Mit unserem Buggy. Buggy gegen Buggy. Und zurück damit. So, jo, was macht der hier? Der fährt mal zurück. Ein Stück. Das reimt sich. Der fährt hier auch hoch. Der geht mit über die Mitte. Gut, denn. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken, was machen wir hier. Unser Ghost. Ja, ich will nicht so weit vorpreschen. Ich glaube, er hat nämlich auch noch Ghost-Jäger. So, den lassen wir mal. Fahren wir mal dahin und dann können wir gleich nämlich nochmal auftanken. So, yo, er hier übernimmt das ein. So, das war wichtig. Das mussten wir unbedingt bekämpfen und ausschalten. Das hat auch gut geklappt. Unsere Supervirusmine, ja, die hat keine Munition mehr. Ich stelle mal da rein. So. Der hier rüber, der fährt auch mit, der hier auch. Munitionstransporter, den lassen wir mal hier an dem Sinus stehen, damit der Sinus die dann auch gleich alle wieder auffüllen kann. Sinus sind ja die einer der wichtigsten Einheiten. So, der Munitions- und Versorgungszug fährt hier hoch. Hier unser Raketenwerfer, da haben wir auch noch einen von. So, fahren wir mal den Kampfpanzer hier hin und die Trolle stellen wir in den Wald. Alles gut. So, der Buggy. Ja, der könnte jetzt mal ein bisschen Platz machen. Dann könnte ich nämlich drei Schienen jetzt hier legen. Wenn es denn recht ist. Zack, einmal. Zweimal. Immer schön Schienen bauen. Dreimal. Schiene. Dann denken. So, was haben wir hier? Ja, das war der, da war einer drin. Dann nehmen wir hier dat, die Stadt mal ein. Rums, bums, Ehre dem Rom. So, dann fahren wir ihn mal mit hier hoch. Da oben sind nämlich noch ein paar Sachen zum Einnehmen. So, eine Infanterie wieder in ihn hier rein. Die andere Infanterie geht gleich in den anderen Snake rein. So, hier irgendwo müsste auch der Flughafen sein. Ja, zack, wunderbar. Da ist er nämlich auch schon. Den werden wir uns nämlich dann auch gleich einverleiben. Ja, okay. Ich habe übrigens mal versucht, Battle Isle 3 zu installieren. Heute mal. Kurz. Hab's aber irgendwie nicht hingekriegt. Das will irgendwie nicht laufen, das Spiel. Fragt mich nicht warum. Ob ich mir da auch irgendwie eine Windows 95 Emulator holen muss oder so, da muss ich mal gucken. Wenn es sowas überhaupt gibt. Naja, das werden wir dann sehen. So, okay.
Ja, den müssen wir auch hier, den nehmen wir mit hier hoch. Da ist ja die Flarak drin. Falls er da gleich oben mit seinen Fliegern angedönert kommt, haben wir dann schon mal was dagegen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann könnte sie bis dahin schießen. Ja, fahren wir uns mal mit hier hoch, komm. Ist schon okay. Der Schienenzug fährt auch weiter. So, dann lassen wir ihn nochmal ran. Für 1,50 €. Ja. Also, wir sind schon bei Level 12. Wir sind schon deutlich über Halbzeit hinaus, ne? Aber es ist ja so, die Karten hier, die bleiben alle relativ groß. Und das wird auch jetzt jedes Mal... Oh, ist er reingefahren, ne? Klasse. Wird es jetzt auch nicht deutlich ändern in den nächsten Karten. Ne? Das werden also immer so Karten sein, die mindestens so 2-3 Stunden dauern. Um den Dreh legen die alle. Kleinere Karten sind dann nicht mehr eingestreut. Das ist jetzt also nur was für Hartisotten, Strategie-Experten. Das war klar, ne? Ach, seht ihr, da kommt schon sein größter Fahrer. Ja, die sind sehr gefährlich. Die haben eine Rakete, die kann über 2 Felder schießen. Der nimmt hier unseren Kampfpanzer direkt unter Beschuss, kommt nämlich direkt schon der zweite. Ja, also das hier wird keine einfache Mission und das wird auch, da werden wir hier auch keine fancy Moves abziehen können. Wieder, oh wei, ja okay, der Vader ist kaputt. Werden wir auch keine fancy Moves abziehen können, um da schnell durchzukommen. Wahrscheinlich muss man uns da zäh bis zu der Villa Deng da durchkämpfen. Naja, oder mal gucken, vielleicht können wir auch irgendwie so... Transportheli nehmen, um da schnell ranzufahren und die im Handstreich einzunehmen. Das könnte eventuell auch klappen, müssen wir mal abwarten. Gut, hab ich die... Boah, Freunde, was ist das denn? Ja, seht ihr, da unten in der doofen Enklave, da geht schon richtig rund, die kriegen schon richtig einen auf den Deckel, unsere Einheiten. Ja, da verlieren wir, aber wie gesagt, das ist nicht wichtig, halten wir die, ist gut, halten wir sie nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Ne? Ist wie gesagt kein zentrales Missionsziel, dass wir die unbedingt halten müssen. Naja. Ja, unser armer Verbündeter, der kriegt es auch schon direkt hier oben. So, Brosit. Oh ja. Schön heiß. Naja, okay. Aber Ziel ist es ja, das Spiel hier durchzuspielen, ne? Und da sind wir auf einem guten Weg. Wir kommen zwar noch ein paar harte Level, natürlich, ist ganz klar. Aber das werden wir auch noch schaffen. Ja. So ist das wohl, Freunde. So, jetzt ist der Partisanenführer wieder dran. Mal schauen, was der so bastelt. Ja, da kommt... Oh ja, natürlich, klar. Könnte es anders sein. Er greift unseren Transportzug an. Das ist natürlich ein bevorzugtes Ziel, was er hat. Kann ich verstehen. So. Jetzt sind wir wieder dran. Wie sieht die Lage hier aus? Gar nicht so gut, ne? Aber wir können die Stadt zurücknehmen. Das ist... Eine gute Nachricht gibt's, die Stadt ist wieder unser. Und der Ranger da drin natürlich dann auch. Dann lasst uns den auch direkt reparieren und füllen. Dann ist er wieder oben auf. So, und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen uns kleiner machen. Uns zurückziehen. Das geht leider nicht anders. Ja, der ist auch schon fast erledigt. Ja. Den hier müssten wir irgendwie auch jetzt... Ja, das ist jetzt alles ein bisschen... Hier unten ist es eng und doof. Da kann man nicht viel machen. Aber okay. So, dann lassen wir mal die Skull schießen. Die Skull-Geschütze.
mal einen Troll ausschalten von ihm. So, ja, der hat natürlich, die Medusa da unten hat nichts zu tun, sind noch keine Flieger da, er kann sich nicht bewegen. So, okay. Ja, der Sinus war natürlich auch noch drin, das ist natürlich jetzt... Ach, das ist natürlich doof irgendwie, jetzt hat der Sinus natürlich auch schon drei verloren, aber das kennen wir ja schon, so. Aber unser Buggy, der gibt jetzt ihm nochmal Saures, dann müssten wir ihn jetzt gleich in den Griff kriegen. Jo, hervorragend. Das hat ja funktioniert. So, die Minen, ja, die können jetzt auch. Fahren wir die mal hier ein bisschen rum. Mal sehen, vielleicht finden wir noch was. Können noch ein bisschen den Gegner ärgern. Und hier, ihn haben wir jetzt geklemmt. Kriegt er auch mal einen Kameraden. Ja. So, okay. Ja, dann fahren wir ihn wieder zurück. Schwupps. Das Radarfahrzeug weiter Richtung Norden. Den können wir einladen. Dann können wir den nämlich gleich auch schnell da hochbringen zu unseren anderen Truppen. So, jetzt ist hier, jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir hier jetzt vorgehen. So, oh wei. Ja, da war der sein Ghost. Jetzt haben wir ihm natürlich einen Angriff geschenkt. Das war natürlich nicht so schön, aber das sind zwei Ghosts. Ja. Ja, das wird jetzt das Hauptziel. Jetzt müssen wir gucken, wie können wir diese beiden Ghost-Flieger da erstmal ausschalten. Das wird wichtig. So, hier haben wir einen Flakzug. Der kann aber leider nur Raketen auf niedrig fliegende Flieger abfeuern. Die Flugzeuge, die in höheren Sphären fliegen, sind nicht erreichbar. So, ich versuche mal hier die Ghost von ihm ein bisschen einzuklemmen. Damit wir da eben mit unserem Ghost jetzt von hinten. So, und jetzt müssen wir. Ja, das war jetzt Quatsch. Ah ne, der war ja schon gestiegen. War der schon gestiegen? Oh, ja. Hervorragend. Da seht ihr mal, was das Klemmen wieder mal ausmacht. Das ist also fantastisch. So. Ja. Mal gucken, ja, den fahren wir hier rüber. Wir müssen jetzt das hier unsere Schienen, die müssen wir weiter ausbauen. Schießen wir ihn mal hier ab oder versuchen ihn mal abzuschießen. Er hat noch zwei. So, okay. Können wir hier eine Schiene bauen. Und dann kommt die Anaconda ran. Und haut den beiden letzten Flieger von ihm weg. Alles klar. So, das hat auch geklappt. Jetzt haben wir nur noch einen Ghost hier. Jetzt habe ich natürlich eine Befürchtung. Unser Ghost ist stark angeschlagen. Hoffentlich, ja. Hält der durch. So, jetzt haben wir den Flughafen erstmal. Das war auch schon mal ein wichtiges Zwischenziel, was wir hier erreichen mussten, um die Karte zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. So, können wir hier einladen. Dann laden wir mal den Kristall ein. Ja, hier hatten wir auch noch einen drin, den nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, und dann fahren wir mal hier hoch aufklären. Aha, da hat er noch schon einen Vader stehen. So, hier haben wir auch noch ein Flugzeug, was auf höhere, also in höhere Sphären aufsteigen kann. Den Stormbringer, die sind eigentlich sind das Bomber, aber die sind eigentlich auch ganz gut. Hier sind Flugzeuge, die kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Was können wir bauen? Ja, wir können leider keine Ghost Flieger bauen. Das ist schade. Das wäre nämlich wirklich gut, wenn wir das könnten. Die könnte man nämlich hervorragend hier brauchen. Aber die können wir leider nicht bauen. Das ist nun mal so. So. Ja, okay, der kann jetzt nichts mehr bauen. Wäre natürlich auch cool gewesen, habe ich mir immer überlegt. Wenn man hier den Wald eben auch mit Baufahrzeugen abholzen könnte, um da Straßen durch den Wald zu bauen. Aber Wald ist leider nicht, also das Feld Wald kann man leider nicht ändern. So, hier, na, wir haben noch keine Ziele. Kann er schon schießen? Ne, er hat auch noch nichts da oben. Ja. Ja gut, dann müssen wir hier weiterfahren. Wir müssen jetzt unsere Aris da gleich mal in Stellung bringen. Am besten unser Schienengeschütz, das kann ja wirklich, hat eine sehr hohe Reichweite, das ist wirklich toll. So, und jetzt fahren wir mal, jetzt muss ich mal gucken, wie können wir das am besten positionieren hier, das Vergleich da schön
Ja, stellen wir das einfach hier hin und bauen wir gleich die Schienen außen rum. Und dann haben wir da gleich schon mal drei Schienen, die wir dann direkt legen können in der nächsten Runde. So, hier vergessen wir nicht, unseren Infanteristen auszuladen. Das ist wichtig. So, okay. Ja, die Karte hier leider nicht so spannend, aber was wollen wir machen, ne? Das ist ja wirklich... So. So. Ja, den Infanteristen da unten, den können wir direkt auch mal erledigen. Das wäre gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, das Klemmen, das haben wir mittlerweile ganz gut drauf. Das kriegen wir richtig gut hin, ne? Das ist toll. Das funktioniert also schon mal. So, der fährt auch mit. Hier haben wir noch einen Dragon. Ja, komm, den lassen wir auch direkt angreifen. Jo, das war gar nicht schlecht. Das hat schon gut geklappt. So, und der fliegt auch mal mit hier hoch. Der Tankflieger, den ziehen wir mit ran. Der kann nochmal auffüllen, hier unseren Heli in der Luft. Ja, das ist mein Sorgenkind, der hat nicht mehr viel. So, und hier unten, ja, da ist alles schon gelaufen. Das können wir so stehen lassen. Ja, nehmen wir hier unseren Raketenwerfer mit. Den Buggy nehmen wir auch mit. Wow, wir werden gleich dann ein paar Schienen über den Fluss bauen. Dann können wir von da aus nämlich dann auch schon direkt weiter vorstoßen. Hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. So. Der Buggy. Ja, ich will den nicht da ranziehen. Nachher fährt der in den Hinterhalt und dann ist er kaputt. Und der kann sich ja nicht mehr zurückziehen. Ja, das Gelände da unten ist auch sehr unwegsam. Da haben wir noch Doppelpech da unten in dieser Enklave. So, dann ist er mal wieder dran. So, jetzt wollen wir einen kleinen Schluck nehmen. Ah, ja, lecker, lecker. Ist auch nicht mehr so heiß jetzt. Sehr gute Trinktemperatur. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin für Tipps offen. Wenn hier Leute das sehen, die die Karte irgendwie anders gespielt haben oder Strategie-Tipps für mich haben, immer gerne. Kann ich nur oft genug wiederholen. Freue mich über jegliche Art von Comments von euch. Ja. Schreibt doch mal, was ihr denkt. Aha, jetzt greift er hier unseren Dragon an. Ja, boah. Ja, der war natürlich jetzt auch geklemmt. Ne? Da haben wir auch wieder die alte Leier, haben wir da wieder. Wenn man sich zu weit vorwagt oder hat die Truppen exponiert stehen, dann hat er manchmal auch leichtes Spiel, die zu klemmen. Und dann macht man gelegentlich, wie ihr seht, mal ein doofes Gesicht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da hat die Stadt Garson, das wird... Das wird schon eine haarige Nummer. Ob wir die halten können, das ist mehr als fraglich. Und ich gebe mal eine vorsichtige Prognose ab. Das wird nicht klappen da unten. Irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, hier kommen die Patricksboote, unsere Flakpanzer. Die sagen, halt stopp, die sind auf Wasser. Da dürft ihr nicht zurückschießen, bitte. Ja, ist komisch. Warum können Flakpanzer auf Bodenziele und Luftziele schießen, aber auf Wasserziele nicht? Das ist irgendwie eine komische... Aber das habe ich damals schon nicht verstanden. Das war mir damals, entzog sich das schon irgendwie... Ja. Das konnte ich nicht verstehen. Aber ist nicht schlimm. So ist das Spiel hier nun mal. Das ist... da müssen wir halt mit klarkommen, mit solchen Eigenarten. Bin mal gespannt, wie lange sich der Gelbe da oben im Nordosten halten kann. Wenn jetzt gleichzeitig die Legis da oben mit eingreifen, dann denke ich mal, wird er sich da nicht lange halten können. Aber das werden wir sehen. Jo, Stingpanzer, hervorragend wie immer. Ja, er zieht sich da auch schon etwas zurück. Ja, wie gesagt, wäre cool gewesen, wenn wir das hier irgendwie, wenn sie da diesen Multiplayer- oder Koop-Modus mit eingebaut hätten. Dann hätten wir uns früher mal gewünscht, als junge Leute, wo wir das Spiel gespielt haben. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man so Spiele hier dann eben im Koop hätte durchziehen können. Das hätte auf jeden Fall schon was gehabt.
Aber soweit waren die Computerspielentwickler damals noch nicht. Oh, der nimmt jetzt schon wieder die Stadt ein, hier unten. Ja, jetzt hat er da oben auch eine schwere Ari stehen. Unser Ranger, der steht jetzt weit vorne. Hoffentlich schießt der Troll ihn jetzt nicht kaputt. Ne, der Troll bleibt Gott sei Dank mal stehen. So, meteorologische Sektion. Aha, Meeresluft mit leichten Regenfällen ist zu erwarten. Also leichte Regenfälle, ja. Dann wird unsere Armee wieder immobiler, weil sie sich nicht so gut bewegen kann bei schlechtem Wetter. Das kennen wir ja auch schon. So, der Ranger muss auf jeden Fall... Ja, wir fahren zurück und nehmen die Stadt ein. Er hat zwar da noch eine Infanterie stehen, aber die schnappe ich mir jetzt gleich. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir hier... Ja, unseren Ghost müssen wir auf jeden Fall reparieren. Das ist zwar jetzt ärgerlich, weil sein Ghost so lange dann da eben rumfuhrwerken kann, wie es ihm passt. So, hier greifen wir das Patricksboot an, damit er nichts mehr sieht. Gut. Ja, können wir direkt mit der Anaconda nochmal hinterher schießen. Ja, wie ihr seht, wieder schwarze Wolken am Horizont jetzt. Die Kampfansicht hat sich schon verändert. Das ist ja immer das Tolle hier dran. Die Wetterbedingungen ändern sich und die Kampfansicht ändert sich auch. Das war ja bei Historyline, war das ja genauso. Da, ja gut, aber da waren eben immer Winterkarten und normale Karten in Abwechslung. Regenfälle gab es da nicht. So, hier bauen wir weiter aus. Schienen. Bauen wir weiter. So. Ja, so wirklich gut vorankommen wir jetzt da oben nicht. Der Wald, der schränkt uns halt sehr ein in unserer Bewegungsfähigkeit, aber da können wir nichts machen. Aber wir können jetzt mal versuchen, hier den Ghost weiter einzuklemmen mit allen möglichen Einheiten. Und jetzt werden wir mal hier versuchen, einen kleinen Trick. Mal gucken, ob das funktioniert. Zack, mit Transporthelikoptern kann man auch feindliche Minen einnehmen. Und die hier schnappen wir uns. Und dann gehen wir hier mal raus. Mal gucken, was wir hier anstellen können. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ja, die Musik hat auch wieder aufgehört zu spielen, fällt mir gerade auf. Ne? Er ist wieder soweit, er hat keine Lust oder findet das Musikstück anscheinend nicht. Aber ist ja auch egal. Oh ja, da sind wir jetzt in der Falle gefahren. Ja, ist komisch. Eventuell ist da irgendein Musikstück angegeben, was er nicht findet. Aber das war schon immer so gewesen. Da erinnere ich mich auch, das war früher auch so. Also das war jetzt nichts irgendwie Neues. Manchmal hört die Musik einfach auf zu spielen. Naja. So. Jetzt fahren wir mit dem mal einen rüber. Hier gehen wir auch weiter. Den hier müssen wir uns jetzt schnappen. Er darf nicht in die Stadt reinmarschieren. So, und hier der Troll. Ja gut, komm, reparieren wir ihn und füllen ihn auch noch. Wir haben genug Punkte. Der kommt auch wieder raus in den Einsatz. So, okay. Ja, hier war ja der Ranger drin. Den können wir mal füllen und dann nehmen wir hier das Depot auch direkt ein. Ja, Kladderadatsch, Hände hoch. So. Hier hat man den Kristall drin. So, und jetzt gibt es hier eine Besonderheit. Kristalle können auch gehen aus den Fahrzeugen raus, einmal. Und dann können wir den da rein verfrachten, weil der Snake, der kann nicht in Flughäfen reinfahren. Da haben die Programmierer wirklich aufgepasst. So, den greifen wir. Ja, komm, wir greifen ihn direkt an. Ist geklemmt. Sollte funktionieren. Ja, da haben die Programmierer wirklich aufgepasst, denn normalerweise würden wir jetzt mit einem Ghost, mit einem Snake-Panzer den Kristall nicht in den Flughafen reinkriegen. Aber da der sich dann aus einem Transporter heraus ein Feld bewegen kann, ja, ist das schon, ist eine gute Idee gewesen. Ne? So, wir können jetzt eigentlich hier, ja, was können wir am sinnvollsten bauen? Es ist fast am sinnvollsten, dass wir jetzt hier, ja, Abfangjäger. Ne, ich würde eigentlich, würde ich fast,
Ja, es ist guter Rat teuer. Ich würde fast zu unseren Helikoptern tendieren. Bauen wir noch einen Helikopter, den können wir bestimmt gut gebrauchen. Das ist auf jeden Fall besser als ein Abfangjäger. Der ist ja nur auf Luftkampf limitiert. Von daher. So. Bauen wir lieber einen Dragon. So, wie kommen wir jetzt hier seinem blöden Ghostflieger da unten bei? Der macht mir echt Sorgen, weil der ist relativ. Ja, der nervt, ne? So, jetzt klemmen wir ihn weiter ein. Soweit wie es geht. Und jetzt kommen wir mit unserem Ghost ran und hoffen wir mal, dass der was reißen kann. Mit unserem Stormbringer, Entschuldigung. Hoffen wir mal, dass der was reißen kann. Ne, der kann nicht viel reißen. Der hat richtig einen auf den Dätsi gekriegt. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber okay. So, und hier bauen wir jetzt mal munter Schienen. Einmal ringsherum. Damit wir unser Schienengeschütz schnell. Ach, wieder eine Straße gebaut. Ja, aber gut gemacht. Damit wir unser Schienengeschütz schön schnell und weiter hochkriegen. Zack. Der Aufklärer kommt auch mit. Der ist Gold wert. Ja, den lassen wir stehen, den Sinus, würde ich behaupten. Ja, hier können wir auch noch. Ja, komm, wir bauen hier auch noch eine Schiene hin. Schadet nichts. Dann fahren wir ihn hier doch hoch und dann können wir den mal wieder auffüllen. So, ja, komm. So ist das auch gut. So. Hier hatten wir nichts mehr drin. Hier kommt der Atlas mit dem Kristall. So, und den fahren wir mal rein, den reparieren wir nämlich dann auch direkt. So. Nee, Angriff, Angriff. Nee, komm, wir greifen nicht an. Erstmal, der Buggy hat auch keine Munition mehr. So, das muss ich erstmal tun hier unten. Ja. So, und hier auf unserer Enklave, was passiert hier? Ja, ist alles. Ja, ich will nicht sagen mager, aber mager ist es schon. Ja, eigentlich wäre es schön gewesen, wenn die Programmierer, ja, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, weil das Spiel ist eigentlich schon wirklich gut, ne? Wenn die Programmierer irgendwie die Karten nicht ganz so ausufernd gestaltet hätten, das wäre gar nicht schlecht. Oh, da oben sehen wir seine schwere Karre jetzt. Das ist ja toll. Der Ranger, der konnte jetzt mal aufklären. Der zieht sich auch direkt wieder zurück. Nicht, dass da noch ein Unglück passiert. Ja, ein Nashorn hier, das ist natürlich auch. Die sind unheimlich stabil, die Viecher. So, jetzt ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück. Machen uns ein bisschen klein. Vielleicht lässt er ja ab von unserer Enklave. Das wäre gar nicht schlecht. So, da ist der Buggy, der fährt auch mit. Wir werden gleich hier eine Brücke basteln und dann werden wir da übersetzen. So. Ja, es sieht gut aus. Also die Map hier ist nicht so schwer in der Art. Also das ist. Es ist auch noch, es kommt doch noch irgendwann eine Map hier. Da muss man eine Einheit beschützen von einem Alliierten. Das war, ist immer nervig. Aber so, hier haben wir zwei Nashörner drin in dem Depot. Die nehmen wir auch mal mit raus. Und hier haben wir noch Transport, Munitions- und Tankfahrzeug. Versorgungstruppen haben wir auch drin. Werden uns zwar nicht so viel nützen, aber naja, wir werden sehen, was wir damit anstellen können. Den Hauptstoß müssen wir über die Mitte durchführen. Ja, der hier kann eigentlich, hat keinen großen Wert mehr da oben. Naja, ist auch egal. Lassen wir erstmal den Computer wieder ziehen. Das ist. Ja, und ganz am Ende kommt auch noch eine riesengroße Karte. Da müssen wir eine Insel einnehmen. Also da kommen noch wilde Sachen auf uns zu. Hier muss ich. Da werden wir noch was. Also das wird. Also es wird noch ein gutes Stück Arbeit werden. Aber so im Großen und Ganzen macht es mir ja doch sehr viel Spaß, diese alten Spiele nochmal zu spielen. Vor allen Dingen sind ja sehr viele schöne Erinnerungen damit verbunden. Das macht, also ist schon okay. Oh, hier kriegen wir auch unser kleiner Dämon, der kriegt ja auch einen drüber. So war das eigentlich nicht geplant, aber naja, ist so passiert. Jetzt kann man nichts dran ändern. Ja, das ist hier oben vorbei. Der Planum hat keine Chance.
vorbei. Ja, das ist. Ja. That's pretty game over. Hoffentlich zieht er den Ari nicht weiter ran. Aber wie gesagt, gut, die klar, aber da unten, die habe ich ja mehr oder weniger abgeschrieben. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Oh, das Nashorn verliert gar keinen. Ja, und der Gelbe hier oben, der nützt uns auch nicht viel bei der Map. Und das ist ja immer so, der, auch wenn das da Verbündete sind, die stellen sich immer derartig dusselig an. Ja, das ist nun mal so, ne? Oh wei, ja. Was soll ich da sagen? Gute Nacht. Unser Stormbringer hat's überstanden. Jo, der hat sich selber kaputt gemacht, das war gut. So. Ja, dann komm hier. Jetzt ist wieder unser Verbündeter, der Benuntai Ger dran. Der zieht sich, ja, ein Sinnvolles macht, der zieht sich Gott sei Dank mal ein bisschen zurück. Bringen tut das ja nicht mehr viel. Seine Hauptverteidigung ist bereits Geschichte. Die hat der Computer schon geknackt mit seinen Einheiten. Er hat aber auch nicht wirklich was Sinnvolles dazu beigetragen, das da oben vernünftig zu halten. Aber es ist halt nur die KI. Die ist nicht so sonderlich intelligent programmiert. Das war auch damals noch nicht die Zeit, dass man. Ist ja doch, wenn man hier für so ein Spiel eine KI programmiert, das ist ja doch eine derartig komplexe Geschichte. Also, ja. Ich sage, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, was wäre, wenn man hier irgendwie mal die AlphaGo KI dran setzen würde, ne? Oder Google Deep Sword oder wie der Dingen heißt. Das wäre ja mal cool zu sehen, was dann passieren würde. Oh, guck mal da. Was ist das denn? Dann fahren wir direkt hier hin, nehmen den auch noch ein. Da ist seine. Komm mal, ja, jetzt kommen wir natürlich mit dem Heli nicht dran, aber wir mussten erstmal die Mine da wegräumen. So, jetzt ist die. Gucken wir mal, ob wir irgendwie hier über den Fluss drüber kommen. Ja, zumindest unsere Medusa, die könnte jetzt mal schießen. Aber ich will den erst wieder mal ein bisschen hier. Ob es hilft, weiß ich nicht. In die Zange nehmen. So, der Mann hier. Flakzuck schießt mal auf seinen Dragoner da. So, und jetzt wird's. Das Wetter wird noch schlechter, ne? Regenfronten führen starke Niederschläge mit sich. Jetzt wird's gleich wieder matschig, Freunde. Das kennen wir auch schon. Das wird unseren Vormarsch natürlich nicht erleichtern. Ganz klar. So, hier reparieren. Und füllen. Und jetzt machen wir auch noch mal was. Jetzt werden wir den mal hier mit Campaign Erfahrung ausrüsten. Wir haben ja genug Erfahrungspunkte gesammelt. Da können wir einmal können wir hier schon investieren in unseren Flieger, damit der gleich aus, damit es gleich auch sichergestellt ist, dass der eben da den. Ja, fahren wir mal einen zurück. Dann kann der hier schon mal drüber bauen, damit wir es gleich auch sichergestellt ist, dass wir eben seinen Ghost da gleich ausschalten werden. Das wäre schon wichtig. Kann der schießen? Ne, der kann auf Luft nicht über zwei Felder schießen. Da habe ich mich vertan. So, hier bauen wir weiter unsere Schienenbrücken aus. Und jetzt lassen wir hier die Medusa nochmal auf seinen Ghost schießen. Auch vorerst, ja, ne, das ist, ja, das ist, oh, der ist schon schwer erfahren. Haben wir nicht irgendwas, was man auf den ballern kann? Nee. Naja, lass mal erstmal ihn hier schießen. Hat er denn Ziele? Nee. Ja, es ist. Eigentlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt komme ich da natürlich wieder nicht ran. Jetzt habe ich hier auch wieder irgendwie alles doof verbaut. Ja, so kann man es machen. Gut.
Es wird nämlich Zeit, dass wir unser Schienengeschütz da in Stellung bringen. Der muss zurückfahren, ja. So. Der hier macht zu, damit da keiner rankommt. Und er hier repariert mal. So, reparieren und füllen bitte. So, dann können wir den Sinus auch direkt wieder aufladen. Ja, so. Ja, komm, wisst ihr was? Rein da, dann kann er mit dem Transport weiter vorfahren. So, jetzt müssen wir mal, ich will mal hier. Ja, der kann natürlich nicht angreifen, das ist doof, ist das. Ja, jetzt müssen wir uns, muss ich mir mal überlegen, wie wir hier am besten mal vorwärts kommen. So, hier der Aufklärer weiter vor, damit wir was sehen. Ja. Und hier greifen wir mit dem Troll. Ne, greifen wir lieber auch nicht an. Der ist ja. Ach. Der hat nur noch einen. Ja, erstmal hier, ihn hier. Reparieren, füllen. Ressourcentechnisch haben wir Gott sei Dank genug Punkte zur Verfügung stehen. Fahren wir ihn mal wieder raus. Vielleicht marschiert er gleich ja nochmal rein. So, füllen und ihn reparieren und füllen wir auch. So, tun wir ihn mal hier hin, dann sieht das hier ganz, das Ganze auch wieder ganz gut aus. Ja, vielleicht hätten wir besser am Anfang da in der Fabrik eventuell doch noch eine Planung bauen sollen. Dann hätten wir da vielleicht auch eine Brücke rüber bauen können und uns zu der Enklave da durchkämpfen können. Aber das fällt mir gerade erst ein und da habe ich jetzt das, ja. Ich glaube, den Zeitpunkt haben wir jetzt verpasst. Das brauchen wir auch nicht mehr zu machen. Da hätten wir hier eine Brücke rüber bauen können bis hierhin. Irgendwie Straßen, das wäre vielleicht ja nicht schlecht gewesen. Ja, das hätte vielleicht sogar funktioniert, aber ja gut, okay, jetzt ist es, dafür ist es zu spät, ne? So, den fahren wir dahin, der kann auch nochmal angreifen. Boah, die sind die Nashörner, die sind echt bittere Pillen sind das, die man schlucken muss. Aber die ihn reparieren wir. Füllen brauchen wir nicht, raus mit ihm. Das sparen wir uns, den reparieren wir auch nochmal. Schicken den auch nochmal raus. Gut. So, der Dolmen, ja, der fährt natürlich auch hier hoch. Der geht hier hin. So. Ja, das ist also jetzt hier ein bisschen die Wuchtel, wie ihr seht. Aber ihn hier, den will ich irgendwie einkreisen, damit unsere Medusa gute Chancen hat, wenigstens zwei abzuzwacken. Ne, jetzt schießt auch nur einen ab. Die Unfähigen da. Aber mit Bodeneinheiten kann man die Lufteinheiten ja leider nicht einkreisen. Das ist nicht möglich. So, hier hat man keinen mehr drin. Aber wisst ihr was? Ja, ja, wir können jetzt natürlich auch noch nicht mal mehr einen Helikopter produzieren. Jetzt wollte ich sagen, komm, wir bauen noch einen Helikopter. Aber da haben wir keine, nicht genügend Energiepunkte für. Naja, so. Der hat noch einen drin. So, hier fahren wir hoch. Wir versuchen da oben die Stadt auch uns mal zu nehmen. Jo, gut, raus mit dir. Ja, so, hier versuchen wir jetzt mal den Vader, den letzten auszuschalten, den er noch stehen hat. Okay. So, ja, hier hatten wir einige Einheiten noch drin. Oh, da haben wir ein Sting, das ist gut. Das ist klasse. Und noch ein Transporter, den nehmen wir auch raus. So, ja gut, den laden wir wieder ein in den Snake. Dann ist der auch wieder besetzt. So. Ja. Was machen wir mit dem hier? Der ist ja wirklich, das ist ja der Dorn im Auge. Der hier muss mal gucken. Ja, was machen wir mit dem? Der kann nicht mehr viel machen, ne? Der Kumpel hier. Der hat nicht mehr viel Sprit. Ja, ich fahre mal hier in Stangen gleich mal auf. Und dann hoffe ich, dass wir ihn wieder sinnvoll einsetzen können. So, hier können wir
Der hat nur noch einen. Ja, komm, den schalten wir auch. Zur Sicherheit schalten wir ihn aus. Dann ist er weg. Was weg ist, brummt nicht mehr, ne? Oder wie war das? Ja, ist jetzt im Moment leider nicht hier so die mörderharte Action, ne? Ihr seht das, die Karte hier, ja. Es ist halt immer so, über so Engpässe, das ist immer fummelig da drüber. Ich habe lieber offene Karten, wo man frei taktieren kann. Das ist mir immer ein bisschen lieber, als hier so Karten, wo man sich durch irgendwelche Wälder und Engpässe durchwuchteln muss. Naja. Aber in der Karte ist es nun mal so. Und wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir die Karte hier bestehen. Also machen wir mal weiter. Oder wir finden schon wieder einen Kampfpanzer von unserem Verbündeten. Das ist, ja. Aha, jetzt kommt er hier ran. Ja. Wie gesagt, unser armer Dämon, der konnte, unser Infanterist, der konnte da nicht mehr viel ausrichten. Das ist schade. Aber es ist nun mal so. Ja, also da unten, da sehe ich schwarz. Das ist also, mal gucken, vielleicht mit viel Glück, oh wei, ich glaube der Panzerzug ist jetzt auch kaputt, wäre aber fast. Der wird sich auch nicht noch lange retten können da oben. So, jetzt. Och, dieses Ding. Ja, das ist, wenn so ein Ghostflieger, der wird, bleibt dann auch richtig gefährlich, auch wenn der, na jetzt ist er auch, nee, doch immer nicht, ah, immer noch Glück gehabt. Ja, aber so ein Ghostflieger, der ist wirklich, wenn er Erfahrung hat, dann ist das eine brutale Waffe, ist das. Das ist also ziemlich herbe dann. Ja, ich glaube, wir werden dann über die Mitte gehen und ich will dann auch, der hat da oben noch sicherlich sehr viele Einheiten, die da rumwuseln. Dann werden wir versuchen, die Villa Deng, die ist ja irgendwo im Südwesten, glaube ich, ganz oben in der Karte irgendwo. Da werden wir dann wieder mal eine Stoßtruppaktion machen. Und also ganz niederkämpfen werde ich den hier sicherlich nicht. Das ist mir dann doch zu viel Arbeit. Oder was heißt zu viel Arbeit? Dann wird das zu lange. Die Karte, die könnten wir hier auch locker auf 4 oder 5 Stunden ausdehnen, wenn wir wollten. Aber ja, den Archimedes, den kriegen wir gleich. Aber das ist ja dann auch nicht in dem Sinne sinnvoll. Es wird ja dann auch dadurch auch irgendwie dann auch nicht wirklich spannender. So, aha, jetzt ist es matschig geworden. Der hier, der muss ganz schnell die Biege machen, aber ich lade. Ach, ja, jetzt kann ich die. So, Satellitenverbindung, Stratege. Meine Dämonen halten die Stellung. Feindliche Panzereinheiten drängen von allen Seiten heran. Es wird ungemütlich. Ja, ich weiß es, Jung, tut mir leid. Schicken Sie Hilfe, wir tun unser Bestes, aber es ist nicht sicher, ob wir Garson halten können. Helft mir hier raus. Wo bleibt die Verstärkung? Ehre. Ja, Junge. Ja, das ist natürlich jetzt eine doofe Sache, ne? Wo bleibt die Verstärkung? ja, ich glaube, die kommt nicht mehr. Tut mir leid. Ja, ist doof, aber da unten, das werden wir nicht halten. Wir hätten da irgendwie einen Plan umbauen müssen. Und dann wären wir am besten da mit einer Brücke rüber gekommen. Das ist aber eine Sache von hier. Hätten wir uns dann da rüber gekämpft. Aber das ist eine Sache, ja. Da bin ich nicht rechtzeitig drauf gekommen. Sorry. Ich meine, das hätten wir auch mal so gespielt. Also, das war auch mal so, dass wir das mal gemacht haben, glaube ich. Aber, naja. Erstmal schalten wir jetzt hier seinen Helikopter aus. Und dann funktioniert hoffentlich. Ich glaube sogar, das hatten wir früher so gemacht. Ja, wir haben da eine Brücke rüber gebaut und dann mit den Einheiten da drüber über den Fluss drüber. Mit einem Plan, um den wir gebaut hatten. Oder hatten wir den da unten gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her, ich kann es nicht mehr genau sagen. So. So, ja. Wenn wir den jetzt da reinziehen, dann hat er. Vielleicht geht er gleich in die Stadt einfach so rein. So, und jetzt kommt hier erstmal. Jetzt kommen hier die dicken Haubitzen ran. Und damit schalten wir ihn hier auch ganz gemütlich jetzt mal aus. So, füllen wieder. Zack. Der hat noch 4.
Ja, hier ist auch alles. Hier ist auch alles nur Kuddelmuddel irgendwie, habe ich das Gefühl. Gut, können wir hier oben erstmal die Stadt einnehmen. Ehre dem Rom. Ja, er kann sich jetzt natürlich auf matschigem Untergrund nicht mehr bewegen, erstaunlicherweise aber im Wald. So, ja, der ist, aber der kann ja nichts machen gegen ihn, ne? So. Ja, der kann. Ja, ist alles jetzt etwas unbefriedigend hier. Das schlechte Wetter, die geklumpten Einheiten, die hier rumwuchteln, ist alles im Moment. Ja, können noch ein bisschen Schienen legen, können wir, das ist, schadet nichts. Oh, was hat denn jetzt? Ah, jetzt habe ich angegriffen, ich wollte ihn bewegen. Ah, Blödsinn war das. So, er hier fährt. Ja, jetzt können wir zumindest mal die Brücke fertigstellen. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Aber wirklich bringen wird uns das auch nichts. So, die Medusa. Ja, die kann seinen Stormbringer hier mal ein bisschen behaken. Ja, unseren Stormbringer haben wir verheizt. Ne? Das war echt eine dumme, eine saudumme Aktion, war das. Aber das. Ja, deswegen fange ich jetzt die Karte nicht nochmal neu an. So. Helikopter können wir auch noch ein bisschen beschießen. So, ja, komm, jetzt gehen wir ran. Wir schalten ihn jetzt mal aus hier. Auch auf die Gefahr hin, dass sein Ghost gleich unseren Abfangjäger da wirklich bitter behaken wird. Aber das müssen wir halt in Kauf nehmen. So, ja, nehmen wir den hier. Im Wald sind die Raketenwerfer nicht groß, sehr derart durchschlagkräftig. So, der kann mal reparieren. Ja, der ist schon. Radarwagen fährt weiter vor. Wir klären weiter auf das Feindgebiet, das ist wichtig. So, ja, der klar. Gut. Ach ja, der Ghost, nicht vergessen. Den haben wir jetzt ja mit Campaign-Erfahrung ausgestattet. Den bringen wir jetzt wieder zurück in den Einsatz. Ja, die Karte hier, also man muss sich genau überlegen, wie man hier irgendwie über den Fluss drüber watschnellen will. Aber ja, es sieht alles ein bisschen planlos aus, Freunde. Da tut mir leid. Ihr seid auch ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, naja. Der kann sich nicht bewegen. Der könnte, ja komm, den fahren wir mal hier zurück zum Munitionieren und Aufladen und Reparieren. So, Reparation einleiten. Füllen auch nochmal, wenn es geht. Ja, der kriegt auch noch ein bisschen Munition und Treibstoff. Und dann füllen wir unseren Sinus wieder auf. Das ist immer wichtig. Zack, gut. Alles klar. Ja, wenn es jetzt ein bisschen zäh und chaotisch aussieht, Freunde, dann täuscht ihr euch eben nicht. Denn das ist es im Moment auch ein bisschen. Und ja, brauchen wir noch ein Heli. Gut. Haben wir hier noch was zum Ballern? Gut. Ja, das sieht ja schon ganz vernünftig aus. So, das waren im Großen und Ganzen auch, ne? Der Guppi, der ist gleich Geschichte, glaube ich. Aber naja, egal. Dann lasst uns mal sehen, was er noch so treibt. Oh. Da haben wir aber Schweine gehabt, würde ich behaupten. Haben sie, nee, doch nicht. Ja, manchmal sind da auch so Anzeigefehler drin. Ne? Da meint man, man hätte eben Schwein gehabt, aber das ist dann in dem Falle dann doch nicht so. Er hat ihn dann doch kaputt geschossen. Obwohl wir es in der Kampfanimation gar nicht gesehen haben. Ne? Kommt auch schon mal vor hier bei dem Spiel. Also das Spiel ist nicht fehlerfrei. Ne? So. Ja, da hat er nochmal Glück gehabt. Ach, da hat er auch noch irgendwo eine Flarak rumstehen. Ja, er ist bestens ausgerüstet wieder mal.
Ja, hier geht's jetzt unserem Freund an den Kragen da oben. Der hat keine gute Zukunftsprognose. Abfangjäger greifen auch wieder mit ein. Wir haben also die Luftüberlegenheit haben wir immer noch nicht auf unserer Seite. Ja klar, und jetzt kommt der Ghost und erledigt den Rest hier. Ja, die Luftüberlegenheit ist immer noch nicht gesichert. Da haben wir noch ein Stückchen Arbeit zu leisten. Naja, okay. Und die Musik spielt immer noch nicht. Mal gespannt, ob die überhaupt noch mal anfängt zu spielen in der Karte hier. Das werden wir sehen. So. Jetzt kommt unser Verbündeter noch mal dran. Der klöppelt auch noch ein bisschen rum. Ja, vielleicht hätte ich die Karte vorher mal ein paar Mal Test spielen sollen, damit es ein bisschen flüssiger hier vonstatten geht, aber das habe ich leider nicht gemacht. Aber okay, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir hier auch durchziehen. Was wollen wir machen? Das ist dann eben nur mal so. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen hart sein gegen uns selber. Oh! Nimmt er unseren Planum unter Beschuss? Ah, da hat er auch noch einen Sinus. Er hat auch einen. Aber er kommt Gott sei Dank nicht ran. So. Das erste, was wir jetzt machen, ganz eindeutig, ganz klar, ne? Ja. Da sind wir wieder bei dem berüchtigten einen, der stehen bleibt, ne? Wir schaffen es nie ganz auszuschalten. Seine Einheiten. Okay. Ja, der kann jetzt nicht schießen, das ist natürlich. Er kann aber schießen. Nimmt seinen Abfangjäger hier unter Beschuss, das ist gut. So, und jetzt kommt unser. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ah, jetzt habe ich wieder. Ja. Konzentration lässt auch wieder nach, wie ihr merkt, ne? So. Ach, der kann ja nicht über zwei Felder schießen. Weil so wieder. Naja, ich erspare mir mal einen Kommentar dazu. So, ja, die Medusa, die kann sich nicht bewegen. Na komm, ist jetzt sehr royal. Steigen, Angriff und jetzt nehmen wir Waffe D, das war die gute Waffe. Hoffen wir mal. Jo, Gott sei Dank, ich hatte schon einen Schreck gekriegt. Einer würde stehen bleiben und er würde ihn zurückziehen und wiederkommen. Aber wir haben jetzt seinen Ghost ausgeschaltet, das war wichtig. So, jetzt bringen wir unsere Helis mal in Angriffsposition. Können wir das Skull hier mal behaken. Obwohl Helis sind ja gegen diese Skull-Geschütze relativ mau. Ach komm. Einfach mal weiter, vielleicht klappt's. Nee. Fällt euch was auf? Ich sag gar nichts dazu. So, hier kommt unser Dragon, den haben wir nachgebaut. Der kann auch direkt mit hier runter fliegen. Jetzt werden wir mal ein paar Helikopter bauen. Und dann werden wir mit den Helikoptern da mal ihn mal schwer unter Beschuss nehmen. So, hier wird weiter aufgeklärt. Und Angriff. Unser Archimedes sammelt langsam auch wertvolle Erfahrungspunkte. Ja. Und dann werde ich jetzt gleich tatsächlich mal, das ist ja wirklich, ja, seid mir nicht böse, aber ich werde jetzt gleich mal das Mikrofon wieder abschalten. Und dann lassen wir mal, dann geben wir mal ein bisschen Gas. Also das ist ja. Ich meine, wenn ihr das, wenn euch das stört, dass ich so hier diese schnell vorwärts fahrende Geschichte mache, schreibt mir das mal in die Comments. Also wie gesagt, ich möchte das ja hier immer ein bisschen im erträglichen Rahmen für euch halten. Ja, hier reparieren wir auch nichts mehr. Im erträglichen Rahmen für euch halten. Weil es gibt ja jetzt im Moment nichts Interessantes hier. Es ne? Ist jetzt im Moment nur Gewurschtel. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich spiele hier auch nicht den elegantesten Stiefel. Ne? Das ist leider nun mal so, Freunde. Oh, was ist das denn? Was sehe ich denn da? Ein Archimedes.
So. Das ist jetzt auch nicht die interessanteste Spielweise, die ich an den Tag lege. Also, naja gut, okay. Ich sage ja immer, ich spiele die Spiele nicht in dem Anspruch, dass hier wirklich so, ja, als Speedrun oder als absolut elegant durchzuspielen, ne? Ist halt so, das ist eine Karte, wie gesagt, die müssen wir spielen, um weiterzukommen. Auch wenn sie ein bisschen öde und fad ist, aber ja, seid mir nicht böse, aber ich werde dann gleich mal nochmal zumindest bis die Regenfälle wieder aussetzen. Damit das nicht so ganz so. Ja, weil ich weiß im Moment jetzt auch gar nicht mehr groß, was ich hier erzählen soll. Ihr seht ja, was hier so los geht. Ja, geben wir mal Gas, würde ich sagen, oder? Ja. Yeah.
So, jetzt kommt hier eine wichtige Meldung. Verteidigungsrat Halver, Offiziere, eine Meldung von höchster Wichtigkeit verlangt Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Beck-Bepp hat eine neue Geheimwaffe gefunden. Drohliche Aufklärer erhielten soeben Kenntnis von einer bislang unbekannten Einheit des Feindes. Unsere Holotechniker erstellten unter diesen Angaben eine 3D-Projektion. Aha. Die Scanwerte lassen eine hohe Geschwindigkeit und gut ausgeprägtes Wendeverhalten vermuten. Wir befehlen höchste Aufmerksamkeit in allen Sektoren. Ehre dem Rom. Aha, gut, okay. Ja, die Musik hat auch wieder eingesetzt. Okay, wie ihr seht, haben wir gute Fortschritte gemacht. Hier nehmen wir schon eine neue Stadt ein. Ja, das Wetter ist auch wieder besser geworden, ne? Ich habe mal ein bisschen Musik hinterlegt, wie ihr gehört habt, ja. Also, damit das nicht ganz so fad ist, die Geschichte hier. Gut, okay. Ansonsten sind wir weiter auf dem Vormarsch. Ja, langsam geht uns hier oben ein bisschen das Material aus. So, naja, okay. So, der Guppi. Dann holen wir mal unsere Dragons wieder raus hier aus dem Flughafen. Der hier, ja, der muss auch zurück. Der muss auch nochmal repariert werden. So, zack, Angriff. Da können wir den Vader hier oben nochmal behaken. Das müsste klappen. Ja, die Anaconda, die kann schon richtig was. So, wie ihr seht, sind wir hier auf dem Vormarsch. Das klappt ganz gut. Sein Reparaturfahrzeug haben wir auch jetzt unter Kontrolle. Sind nur noch ein paar Einheiten, die wir hier von dem Grünen zerstören müssen. Schießen wir erstmal das Radar hier oben zu hoch. Ja, dieser Archimedes hat leider noch nicht so viel Erfahrung. Wie sieht hier mit dem aus? Ja, der kann nicht, der kann zwar, aber der hat keine vernünftigen Ziele da oben. Hier können wir nochmal die Infanterie angreifen. Der Excalibur-Zug sammelt auch wertvolle Erfahrung. So. Ja, hier können wir weiter Schienen legen. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Da oben müssen wir irgendwie auch übersetzen. Ja, das ist auch alles derartig eng und die Fummels hier. Also, ja, das ist anstrengend, ist es. Aber darauf ist die Mission hier nun mal leider ausgelegt. Da kann ich nichts dran ändern. Da müssen wir durch. So, ja, der ist... Hier haben wir auch noch ein paar. Ja gut, da können wir die Mine mal behaken. Zack, die ist dann auch schon mal Geschichte. Ja, okay, ja. Der hier, der Vader. Ja, was machen wir mit dem? Den müssen wir irgendwie jetzt auch mal. Ja, klasse. Der kann natürlich nicht auf Wasser schießen. Habe ich ganz vergessen. Und der hier auch nicht. Ach, das ist aber auch nervig, Freunde. Die Mine kommt nicht ran. Ja, er kann zumindest mal reparieren. Und ja, füllen ist nicht mehr drin. Hier unten die Lage, die wird immer schlimmer für uns. Aber zumindest können wir jetzt mal hier eine... Ich wollte sagen, wir können hier eine Fernkampfeinheit ausschalten, aber unser Skull-Geschütz schafft das auch nicht auf einen Schlag. Also da unten die Garson, das wird immer bedränglicher, die Situation da unten, das weiß ich nicht. Also dat, am Ende wird das nicht reichen, schätze ich mal. Ja, wir haben nicht mehr. Ach komm, wir reparieren ihn. Jetzt können wir ihn zwar auch nicht füllen, das war auch wieder Kappes, aber okay. So. Über die Mitte rücken wir weiter vor hier. So, hier kommen wir noch weiter. Oh, ja, also die Konzentration lässt auch wieder mal nach. Klasse. Zack. Jetzt haben wir das hier zumindest mal verbunden. Wie können wir den nicht einladen? Das ist aber doof, ist das. Ist da irgendwie... Kann er denn hier... Ja, da kann er eingeladen werden. Erstaunlich. Okay. Soll uns nicht weiter stören. Hier kommen noch mal ein paar Reinforcements runter. So, ja. Können wir uns mal ein bisschen vorwagen. Bauen wir noch ein bisschen Schienen.
nochmal Schienen bauen. Dann nehmen wir nämlich gleich unser Excalibur da hoch irgendwie. Komm, von da aus können wir besser schießen. So, okay. Zack. Ja, der Ranger, wo kann der jetzt noch ein bisschen Unfug treiben? Fahren wir den auch mal mit hier hoch. Da ist eine Flarak-Stellung. Jo. Okay. Ja. Na gut, okay. Lass meinen Computer nochmal ziehen. Mal sehen, was er da unten an der Enklave rum fuhrwerkt. Die Situation für unseren Verbündeten wird auch immer bedrohlicher. Jo, da fällt schon wieder ein Snake-Panzer von ihm. Aha, ja gut. Ah ja, das ist alles. Das ist alles, was, hey, Freunde, wa? Ihr seht, das ist alles hier. Das ist eine Geschichte. Nur mal gucken, wie wir gleich darüber kommen. Er hat da oben natürlich noch jede Menge Einheiten. Da oben ist auch noch ein Flughafen von ihm. Da sehen wir nur die Landebahn im Moment. Weiter haben wir noch keinen Einblick dahin. So, jetzt ist unser Verbündeter wieder dran. Ja, er hat noch ein paar Einheiten, hat er zumindest noch hier. Aber das ist alles nichts mehr, womit er ihn da großartig aufhalten könnte. Ja, das ist dieses. Und sein Vader, der ärgert mich da unten auch schon ganz schön, wenn ich ehrlich bin. So. Ja. Wie kriegen wir den irgendwie jetzt da erledigt? So, den fahren wir hier hoch. Füllen. Füllen wir. Ja, reparieren können wir auch nicht mehr. Ja. Und angeschlagen ist unser Patricks Boot auch. Das wäre das Todesurteil, wenn wir den jetzt damit angreifen würden. Aber zumindest fahren wir hier schon mal mit unserem Ari-Zug hoch. Der kann da gleich anfangen, die das andere Flussufer unter Beschuss zu nehmen. So, jo. Der hat nur einen. Fahren wir mal zurück. Der kann von dem Versorgungszug repariert werden. Unseren Ranger, den füllen wir mal. Und bringen ihn auch zurück in den Einsatz. So. Hat man hier nicht irgendwo noch einen Aufklärer? Ja, komm, wir fahren mal vor. Wir müssen mal gucken, was da drüben los ist, ne? Aha. Da hat er auch noch einen Flakzug stehen. So. Unser Ghost, der geht mal hier in den Einsatz. Der kann ja noch schießen. Der kann auch schon mal was. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, der kann zumindest hier oben den nochmal. Das dürfte klappen. Ja, klappt. So. Ja, wir stehen hier so ein bisschen irgendwie wie Arsch auf Eimer. Da kommen wir nicht durch. Durch das hier Strüpsels da. Ja, da können einen vorrücken. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier bauen wir noch eine Schiene. Können wir den Sinus auch noch mit ranfahren. Der kann auch noch mal füllen. Zack. Den nehmen wir auch noch ein bisschen mit hoch. Das ist alles hier wieder. Ihr Klump ist vom Feinsten. So. Jetzt füllen wir mal hier alle Mann auf. Dann werden wir gleich mal gucken, dass wir da irgendwie über die Brücke drüber kommen. Naja, okay. Ja, der war voll. Der fährt mal mit hier runter. Da können wir gleich jetzt unseren Tankflieger nochmal benutzen. Der kann nochmal den Heli hier auffüllen. So. Der Guppi war schwer angeschlagen, aber den müssen wir jetzt mal reparieren. Haben auch wieder nicht genug Energie. Ja, das ist jetzt irgendwie tatsächlich alles etwas
Klimbim hier. So, okay, den ziehen wir mit rein. Jo. Dann kommt der auch nochmal mit rein. So, die fahren mit hier runter. Die können wir gleich beim Übergang über den Fluss gut gebrauchen. Und hier bauen wir nochmal weiter Schienen. So, ja, der Snake, der ist... Den fahren wir mit vor und greifen auch weiter an. Wir müssen ja alle Partisaneneinheiten ausschalten. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. So. Der Aufklärer, ja, der kann eigentlich erstmal da stehen bleiben. Den dahin. Ja. Ziehen wir uns mal hier ein bisschen weg von der vom Fluss. Dann gucken wir mal ein bisschen aufklären hier. Wie sieht es hier aus? Jo. So, den Buggy können wir füllen diesmal. Ja, und der kommt. Du kommst ja nicht mehr raus. Kein Platz oder was? Ja, noch halten wir da unten die Stadt, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Also je nachdem, wenn er sich dann irgendwann mal entscheidet, da mit einer schweren Ari ranzufahren, dann sieht die ganze Sache brutal blöd für uns aus. Na gut. Also, es schleppt sich so alles hier dahin. Ja, das ist so eine Karte hier für echt für echte Freunde der kniffligen Angelegenheiten. So. Ziehen wir den vor und schießen hier seinen. Vielleicht kriegen wir den kaputt gemacht. Ja, zwei bleiben stehen. Der Tanker überlebt. Schwer angeschlagen. So, okay. Ziehen wir auch alle mit. Ja, gut, okay. Das geht jetzt hier also voran seinen Weg, ne? Ja, der kommt da nicht durch. Das ist auch... Ne, also Leute, tut mir leid. Die Karte hier, die gefällt mir irgendwie wirklich nicht so richtig. Das tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwie nicht so den Enthusiasmus rüberbringen kann, wie ich das sonst hier versuche in dem Spiel. Aber ja, es ist wie es ist und es kütt wie es kütt, ne? Das ist irgendwie, ja, ich erinnere mich auch wirklich dran. Das war eine Karte, die habe ich damals schon immer, wenn wir die mal dran waren oder die spielen mussten, da habe ich immer gerne mal meinen Kumpel dran gelassen, habe gesagt, komm, ich spiel du die Karte doch. Das ist jetzt nicht so mein Ding hier. So. Deswegen höre ich jetzt gleich auch mal wieder auf zu labern. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Gas. Das ist sonst hier, das wird sonst hier echt alles viel zu fade, wird das. So, die laden wir mal ein. Werden wir gleich mal gucken. Vielleicht können wir die Villa Deng da schnell mit besetzen mit dem Helikopter. Dann haben wir nämlich geschafft für die Karte hier. Na, na gut. Ja. Da war die Flarak drin. Da fahren wir mal ein bisschen Platz noch hier. Ja, und ansonsten sehen wir uns später wieder. Thank you.
Ja, und das Wetter wird jetzt so wieder schlechter. Und wenn ihr euch fragt, warum wir den Gelben dann nicht mehr sehen, unseren Verbündeten, ne? Ich habe ihn aus Versehen angegriffen und jetzt ist er sauer mit uns. Aber wir haben uns hier schon vorbereitet. Da kommt unser Guppi und ich hoffe, dass ich jetzt da schnell irgendwie da oben mit Nägeln mit Köpfen machen kann und die Villa Deng da schnell einnehmen. Weil komme ich natürlich mit dem blöden Buggy nicht durch den Wald durch. Ist auch wieder Kacke. Dann muss er wieder zurück. Okay. Ja. So. Der hier muss auf jeden Fall auch ausgeladen werden. Zack, raus mit dir, Junge. Ja, guck, da ist das Wetter auch schon wieder schlecht geworden. Und bums, ja gut, okay, konnte man wenigstens seinen Monolithzug hier beseitigen. Ja, also das ist wirklich hier, das ist wirklich ein Ausdauertest für mich, Freunde. Da könnt ihr gar nicht glauben. Also das ist, ja, eben gerade habe ich den Gelben angegriffen aus Versehen. Und da habe ich gedacht, jo, da habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, die Karte tatsächlich nochmal neu zu starten. Weil es hat mich schon irgendwie, ja, dann, naja. Aber dann habe ich mich doch dazu durchgerungen, habe ich gedacht, komm. Ja, Weißkohl, Dingskohl. Wir spielen das jetzt, ziehen das jetzt hier durch. Das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen holprig. Ich bitte das sehr zu entschuldigen, werte Zuschauer. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich hier, also auf der Karte hier, ich gebe es ja offen zu, habe ich wirklich keine strategische Meisterleistung hingelegt. Ja, das ist Fakt, aber ja, hier unten die Enklave, da hab ich auch bitter versagt. Irgendwie, da sind wir wirklich nur noch, da halten wir uns mit den letzten Truppen nur noch zusammen. Wir haben noch ein paar Züge Zeit. Hier oben ist irgendwo die Villa Deng, das weiß ich auch noch. Und dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier auf die Kette kriegen. Ich hoffe jetzt, dass ich da mit dem Heli schnell hochfliegen kann und die Sache dann beende. Ich baue vorsichtshalber schon mal einen zweiten Heli, falls der da oben abgeschossen wird. Und dann hoffen wir mal, dass wir das hier doch jetzt relativ zügig in den Griff kriegen, weil ich habe nämlich ehrlich gesagt jetzt auch keinen Bock, die Karte nochmal neu anzufangen. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, hier die Karte wirklich nur lang rumzufuhrwerken an dem Ding. Ja. Und außerdem hat die Musik auch wieder ausgesetzt. Das geht mir auch so ein bisschen auf den Keks. So ganz leicht. Ja, also das ist wirklich eine Karte, da habe ich mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ob ich die auch so, ja komm, ich lasse jetzt so. Ich müsste sie eigentlich neu an, nochmal neu starten und dann mal versuchen, vernünftig zu spielen, aber. Ja. Jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt wursteln wir uns hier auch bis zu Ende durch, Ende der Geschichte. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Naja, okay. Genug geschimpft, wa? Ja, wir sind hier. In der Mitte stehen wir relativ gut da. Da kann er nicht mehr viel gegen uns machen. Aber naja. Es ist jetzt noch ein kurzer, zäher Endkampf hier angesagt. Wie gesagt, ich möchte versuchen, da oben die Villa Deng in einem Handstreich. Boah, ja, klasse. Ja, das war das. Das ist eine Artillerie, die da von unten kommt, die sehr erfahren ist. Oh, hier wird unser Guppi jetzt auch schon in Empfang genommen von der Flarak da oben. Ja. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir das schnell über die Bühne kriegen hier. Ja, das war irgendwie doof. Da habe ich mich irgendwie verklickt, wollte den gar nicht angreifen, unseren Verbündeten, habe es dann doch gemacht, weil ich mich beeilen wollte. Und dann kommt natürlich sowas bei rum. Rum, bum, bum, aber das ist nochmal so. So. Und der produziert, er hat natürlich auch jede Menge Energie und er produziert hier munter Einheiten. Ja, der Gelbe ist stinksauer, verständlicherweise mit uns. Der will eigentlich ja nichts mehr mit uns zu tun haben, anscheinend. So, ach Gott, das Wetter ist auch wieder besser geworden, ohne dass sie was gesagt hat, die Dame. So. Jetzt müssen wir mal gucken.
Zack. Aha, ja, jetzt kommt der Bericht. Das Wetter wird also wieder besser. Gute Weitsicht. Ja, Hisela, danke. Das sind ja wenigstens eine gute Nachricht. Jetzt lade ich hier mal unseren Ranger aus. In der Hoffnung, dass wir vielleicht gleich da oben schnell... Oh, da ist ein Eins da. Ja, ob unser Ranger jetzt da überlebt, ist natürlich fraglich. Falls er nicht überlebt, dann habe ich ja schon einen neuen Guppi gebaut. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Ja? Dann fliegen wir nochmal ran und hauen nochmal auf die Trompete. Aber ich hoffe, das müsste jetzt funktionieren. Also, ja. Ich hoffe es mal, ne? So, okay. Ja, hier erstmal schießen wir oben die Rune kaputt, damit er nichts mehr sieht. Ja, das ist, wenn man unvorbereitet in so eine Karte reingeht. Ich bin hier so ein bisschen, hab jetzt einfach mal gedacht, komm, ohne das Ding sich groß anzugucken oder mal ein kleines Testspielchen zu machen, wir gehen einfach rein und gucken mal, was dabei rumkommt. Dann kommt halt sowas dabei rum. Und das ist manchmal dann, ja, wie soll man sagen, relativ unbefriedigend auf Deutsch gesagt, ne? So, hier müssen wir den hier mal abräumen. Ja, und da sind wir wieder bei dem berühmten einen, der dann stehen bleibt. Die schaffen es wirklich nicht mal wirklich alle abzufetzen hier. Da muss immer einer, muss immer überbleiben. Das ist ja eine gute alte Tradition hier in dem Spiel. Ich merke auch, so langsam werde ich ein bisschen, ich will nicht sagen dünn heute, aber irgendwie so ein bisschen genervter werde ich jetzt langsam von der ganzen Sache. Weil das irgendwie, ich habe es auch wirklich nicht gepackt, die Sache irgendwie so voranzutreiben, wie ich das eben wollte. Ist immer irgendwie mit schlechtem Wetter und, naja, man findet immer irgendwelche doofen Ausreden, das ist klar. Am Ende lag es wahrscheinlich zu 90% nur an mir, weil ich habe es wirklich nicht gepackt, die Karte in dem Maße vorwärts zu bringen, wie ich das eigentlich wollte. Und, naja. C'est la vie. So ist es nun mal. Naja, okay. Da sind noch zwei Infanteristen. Ich will da noch nichts mehr bauen hier. Mal gucken, was haben wir hier noch drin. Hier können wir noch mal einmal einen Heli wieder auf Vordermann bringen. Damit der wieder ausrücken kann, unser Freund. So, ab in den Einsatz. Da oben stehen nämlich zwei schwere Aris. Die sind nämlich auch sehr ungemütlich. Die wollte ich auch mal ausschalten. Aber hier versuchen wir jetzt mal den hier. Na, der ist noch voll. Der hat noch keinen verloren. Dann lassen wir es erstmal. So, hier unser Güterzug, der muss auch wieder ran. So, okay. Ja. Hier unten ist es. Unten sieht es schlecht aus. Hier in der Mitte sieht es einigermaßen aus. Dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Jetzt beten wir mal drei Vater unser, dass das hier, dass er uns da den Ranger nicht zum Klump schießt. Oh, jetzt kommt. Oh ja, jetzt greift er natürlich weiter das Elixier an, ist klar. Jetzt können wir uns gleich da unten noch nicht mal mehr verstecken. Dann sieht er, wie die Sache da unten aussieht. Und dann brauchen wir auch nicht viele Einheiten, um da mal durchzugreifen. Und dann ist die Stadt Gerson auch hier fallen da unten. Naja. Aha, okay. Das Ding, der hat sich selber ein Ei gelegt. Vielleicht sieht er unseren Ranger ja nicht. Das wäre ja toll. Ja, sagte es und der hat ihn doch gesehen. Ja. Ah, ja, cool. Da kommt. So, und das war es. Jetzt bin ich endgültig genervt von dieser Geschichte hier. Ja, jetzt bin ich endgültig genervt und jetzt müssen wir die ganze Sache, jetzt müssen wir mit dem zweiten Guppi gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Es wird ja nicht wirklich besser. Bevor ich jetzt hier in einem Anfall blinder Wut das Spiel einfach ausschalte, schalte ich jetzt gleich lieber nochmal den Ton ab. Ja, damit ihr mich hier nicht fluchen hören müsst. Na? Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich mit dem Helikopter vor der Villa Deng stehe
und dann nur noch die Infanterie rausschmeiße. Sonst gibt das hier jetzt gleich ein Unglück, gibt das. Naja, ein Unglück, aber naja. Nicht wirklich, aber gut. Wir sehen uns gleich wieder vor der Villa Deng. Schnellere Deng, Deng, Deng. So, ja, also, ich habe mal ein bisschen rumgeflucht und wie ihr seht, bin ich diesmal ganz auf Nummer sicher gegangen. Jetzt gucke ich nur, ob da einer hinter steht. Und jetzt, die Enklave unten, die ist auch Geschichte, die haben wir verloren, aber jetzt nehmen wir hier die Villa Deng ein, Bums. Und jetzt heißt es, jetzt müssten wir eigentlich die Siegbedingungen erfüllt haben. Es sei denn, irgendwo versteckt sich noch irgendein Partisan, also, das hoffe ich mal nicht, dass da irgendwo noch einer ohne Treibstoff rumgurkt. Nee, Gratulation, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Ach, danke, General Odorn. Odon, Odan. Ja, das war jetzt eine Karte. Ihr habt mir alles abverlangt. Ich bin richtig, ich bin jetzt alle. So. Nächster Levelcode. Sietibu. Erfahrung haben wir auch ordentlich gesammelt, wie ihr seht. Klasse. Ja, Freunde. War diesmal ein bisschen holperig wieder mal, ne? Muss auch ab und zu schon mal sein. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugesehen habt. Hoffe, das hat euch ein bisschen amüsiert, wie ich mich hier total krampfhaft angestellt habe, um die Karte hier irgendwie zu einem Ende zu bringen, ne? Okay. Ja, Freunde. Danke nochmal, dass ihr das mit mir hier durchgestanden habt, die Karte. Ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.